Es ist Endspielzeit. Alles ist bereit. Alle freuen sich drauf. Alle sind nervös. Ein Spiel, das es in sich hat, das uns mit Sicherheit alles bieten wird. Bleiben Sie dran. Wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zum Finale. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch dieses mit Sicherheit spannende und vielleicht sogar dramatische Spiel begleiten. Deutschland gegen Frankreich. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf einen echten Kracher freuen. Finale, das sind halt diese Spiele, an die man sich in vielen Jahren noch erinnert. Wir haben unvergessliche Endspiele erlebt. Vielleicht ist das ja heute eins davon. So spielt die deutsche Mannschaft heute. Ron-Robert Zieler spielt im Tor. Niklas Süle spielt mit Waldemar Anton in der Defensive. Und gleich drei Stürmer sollen heute den Erfolg bringen. Oh Wolf, eine sehr offensive Aufstellung. Da bin ich wirklich gespannt. Zurück. Und jetzt haben sie den Ball. Jamal Musiala. Müssen wir in diesem Spiel natürlich ganz besonders im Blick haben. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Von Dembélé. Gut verteidigt hier. Havertz. Guter Pass jetzt. Klasse gehalten, er hat den Ball. Süle. Pass wird abgefangen. Süle. Pass bleibt hängen. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Havertz. Gute Szene, aber gibt Abstoß.
Kimmich. Das ist Havertz. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Füllkrug. Musiala ist das. Ballbesitz ist weg. Tchouaméni. Koma. Jetzt kommt die Flanke rein. Da ist die Führung. Damit ist das Finale jetzt so richtig eröffnet. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann ist es einfach nur noch ganz viel Gefühl. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Aurélien Tchouaméni. Riesenchance Mbappé. Nicht das Tor. Weiter nur ein Torführung. Das kann ihnen nicht gefallen. Nee, sie ärgern sich auch. Ja, den mussten sie machen. Dann nahmen die hier alles in den Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Ballverlust jetzt durch Halstenberg. Theo Hernandez. Gut verteidigt, wie er reingab. Nicht das Tor, unglaublich. Das wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockiert ab. Oh, der Ball gewinnt. Da ist das Tor. Und damit liegen sie in diesem Finale mit 2 Toren in Führung. Jetzt haben sie alles in der Hand. Nochmal. Das ist ja auch wieder die Frage, Schlenzauer draufhalten. Entscheidet sich fürs Draufhalten. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Da geht er vorbei. Zug nach innen. Er war zuletzt dran, das Gedenke. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Da ist der Ball weg. Ball bei Jamal Musiala. Musiala, gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Und sie können klären. Kai Havertz Platz auf dem Flügel. Steilpass Musiala. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Sie haben geklärt. Ball bleibt hängen.
da ist die Chance. Der Lupfer jetzt. Bah, das war richtig knapp. Guter Lupfer, da hat nicht viel gefehlt. Antoine Griezmann. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Das ist die Chance. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Klasse gehalten. Er hat den Ball. Kai Havertz. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt von Kimmich. Erstmal geklärt. Kimmich. Niklas Füllkrug. Pfiff kommt sofort abseits. Sie können den Pass unterbinden. Mbappé. Jetzt wäre Platz zum Konter. Hernandez. Tja, Chance zum Konter war da, aber dann dieser Ballverlust. Der nächste Ballverlust auf Seiten der Franzosen. Gefährlich. Guter Steilpass. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Der Ball erstmal raus. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Mbappé! Die Franzosen verlieren den Ball. Und Griezmann. Ja, vorbei ist er. Ist das das Tor? Das nächste Tor. Die Abwehr erneut machtlos. Die Führung damit 3 Tore. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann sind sie ja eigentlich dran an Kylian Mbappé. Aber der ist so schnell. Der kann sich so stark durchsetzen. So eine Technik, dass ihn das nicht kümmert. Und drin ist die Kugel. Frankreich baut den Vorsprung auf 3 Tore aus. Weiter geht's. Gut verteidigt. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter.
Das Spiel läuft wieder. Für die deutsche Mannschaft sieht es aktuell nicht gut aus. Sie liegen klar zurück. Kai Havertz. Gutes Tackling. Waldemar Anton. Was für eine Chance. Kein Problem, den hat er. Gute Chance. Er ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Klappt es jetzt? Es gibt eine weitere Ecke. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Kimmich. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt, ist ein tolles Tor. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Kunde. Auf außen wäre Platz für den Dembélé. Flanke jetzt von Dembélé. Unglaublich! Was für eine Parade! Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Ecke durch Dembélé. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Usman Dembélé ist das. Dembélé! Gehalten, stark gemacht. Dembélé schlägt den Ball herein. Einfacher Ball hier für den Torwart. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Da wäre Platz für den Konter. Wirtz. Kimmich. Havertz. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Antoine Griezmann. Flanke jetzt von Griezmann. Gut gehalten, weiter gefährlich. Ecke für die Franzosen.
Ecke kommt in den 16er. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Musiala. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann einfach draufgehalten, keine Chance da noch irgendwas zu halten. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Antoine Griezmann ist da im Abseits. Viel Übersicht bei diesem Pass. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. Wirtz. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Mbappé. Er macht zu. Ball kommt weit. Angriff beendet. Da muss er hin und holt sich den Ball. Koundé. Dembélé. Griezmann. Gefährlicher Pass von Mbappé. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Füllkrug. Machen sie gut. Steilpass. Gute Chance. Kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Viel mit Auge. Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann kommt dieser Hammer. Da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5 zu 2. Oh, da geht er vorbei. Wieder können sie ihn nicht stoppen. Er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack.
Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Also die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute richtig viele Tore. Beide Teams offensiv voll da. Er holt sich vorne den Ball. Er hält aber noch, ist die Chance nicht vorbei. Und das war's erstmal wieder. Jetzt können sie vielleicht kontern. Die deutsche Mannschaft holt sich den Ball. Ball bei Jamal Musiala. Immer noch mit dem Ball. Chance zum Anschlusstreffer. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Ich denke, das Tor muss sich der Keeper ankreiden lassen. Steht er falsch? Und das nutzen sie aus, machen das Tor. Hier sehen wir es nochmal. Echtes Schützenfest heute. Nun steht es hier tatsächlich 5:4. Nochmal die deutsche Mannschaft. Viel Zeit ist nicht mehr, um den Ausgleich zu machen. Aber da machen sie nicht. 6 Minuten haben wir hier noch. Pass von Mbappé. Gefährlicher Pass. Gute Parade. Schöne Aktion. Und dann geben sie den Ball doch noch ab bei diesem Steilpass. Jetzt. Ball kommt nach hinten. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Niklas Füllkrug. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Der Ball ist drin. Sie haben den Ausgleich ganz stark. Sie haben nie aufgegeben. Abschluss auch noch effizient. Und sie haben ja tatsächlich den Ausgleich markiert. 5:5. Kaum zu glauben. So, wem gelingt jetzt vielleicht doch noch der Siegtreffer? Sie versuchen es nochmal. Könnte die Führung werden. Da ist er da, ganz wichtig in dieser Szene. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Abwehr kann erstmal durchatmen. Chance zum Konter. Kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Kein Tor. Die Parade jetzt hier im Spiel. Wichtige Szene. Das
Kimmich führt aus. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Mbappé nach diesem Steilpass. Nicht so einfach hier. Er versucht den Eber. Und jetzt sind sie tatsächlich hier vorne. Ist das ein Endspiel? Jetzt riecht es nach Sieg kurz vor Schluss. Gespielter Konter und das ist dann natürlich nervenstark. Der Heber aus kurzer Distanz trennt das Ding. Das Spiel ist aus. Glückwunsch an diese Mannschaft. Was für ein Triumph, was für ein Spiel. Nervenstark, spielstark und am Ende einfach auch besser, konsequenter, kaltschnäuziger. Die haben wirklich alles, was eine Spitzenmannschaft braucht. Absolut, sie haben in dieser Saison wirklich Maßstäbe. Spielerisch, aber natürlich auch taktisch. Es hat, muss man so deutlich sagen, am Ende immer wieder Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft.